Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Na, so viel hat das ja nicht gemacht mit dem Rasten. Dafür habe ich in der Zeit, in der ich gewartet habe, eben tatsächlich noch was nachgelesen im Wiki. Und die Tiers zählen tatsächlich als Dämonen und werden auch von diesen Exorzismuszaubern beachtet. Das heißt, ich sollte wirklich einfach die jetzt einsetzen, um sie zu trainieren. Da kommt auch schon eine Furcht. Leider kann ich die jetzt nicht exorzieren. Aber habe ich auch das Problem, wenn ich das jetzt versuche, dann ist der weg, bevor Miltas zaubert. Ich probiere es aber trotzdem. Dämonenvertreibung. Oh, die Furcht zaubert einen Feuerball. Autsch. Das hat funktioniert. Also im Sinne von, der hat dadurch ja auf jeden Fall gelernt. Leider kann er das nur zweimal machen. So, dann können wir ja auch hergehen und sagen... Ich gehe mal das Risiko ein und mache die Dornenschlinge auf die da hinten. In der Hoffnung, dass sie sich nicht bewegt. Genau, sie hat wieder gezaubert. Sehr schön. Das Problem ist, dass Sira jetzt Angst hat. Und da ihre Magie nicht ausübt, weil sie jetzt in Panik ist. Sie wird jetzt fliehen. Das heißt, der Dornenschlingentrick funktioniert nicht mehr. So, dann lasse ich Miltas nochmal hier trinken. Ah, das ist ja quasi nichts. Nee. Dann muss ich die so platt machen. Das ist Panik. Feuerball. Nicht gut. Und eher eine Heilung hier auf Tom, der jetzt wahrscheinlich über drauf geht. Nein. Glück gehabt. So. Und jetzt ist Miltas in Panik. So. Ha! Er ist aber noch nicht geflohen gewesen. Jetzt ist natürlich wieder genau das Problem, dass wir hier unsere Energie total schwach ist und so. Krummel, krummel. Ich werde jetzt tatsächlich die genau gleiche Taktik machen. Und warten. Und werde einfach sagen, diesmal, dass ich einen kleinen Schnitt mache bis zu dem Punkt, an dem wir warten. Ganz einfach. Also, wir sehen uns dann nach dem Schnitt. So, und da sind wir wieder. Jetzt muss ich nur wieder gucken, wie es zurückging. Ich habe tatsächlich in der Wartezeit nämlich einfach an meinem Mal nach Zahlen weitergemalt. So. Weil ansonsten wäre ich auch vor Langeweile eingegangen. So, dann schauen wir mal. Also, wir hören, es sind noch Vanyaks da. Es sind noch Tiers da. Und tatsächlich stand in dem Wiki, als ich nachgelesen hatte, auch, dass Tier 3 die stärksten Gegner im ganzen Spiel wohl sind. Oder die stärksten Standardgegner. Mit Standardgegner ist wohl gemeint, es gibt wahrscheinlich auch einfach noch Gegner. Also, das heißt, wahrscheinlich, wir hatten ja schon einen Endbossartigen Gegner. Es wäre ziemlich mies, wenn ich fürs Überleben der Falle keine Belohnung kriege. Lukes Dolch. Moment, ein Luke ist ein Stamm, wenn ich mich nicht irre. Oder einer der Götter. 450 Gold. Und ganz viele Edelsteine. Niemand kann 450 Gold auf einmal tragen. Wieso sind die Edelsteine jetzt erst so schwer verdreht? Das ist komisch. Gibt es da irgendeinen Bug bei der Gewichtsberechnung? 60. Oder wiegen die Edelsteine einfach nichts? 285, die wiegen nichts. Der Dolch wiegt einiges. Wie viel liegen die? Ah, er kann es tragen. 450 Gold, wow. Okay,
dann will ich mich mal nicht beschweren. Schnell noch die obere linke Ecke angucken. Schließlich müssen wir werden wahrscheinlich noch dahin kommen. So. Ja. Haben wir Wassereimer? Ich bin mich jetzt neugierig, was passiert. Deswegen speichere ich auch nochmal. Also ich denke, das können wir jetzt als normalen Spielstand nehmen. So. Wenn ich das Feuer ausmache. Dafür muss natürlich Tom der Chef sein. So, hier ist also nichts hinten dran. Kein Schalter oder so dahinter versteckt. Das heißt, es gab wirklich keinen anderen Ausweg, als hier durchzugehen. Naja, ist halt so. Gut, das heißt, wir haben jetzt diesen Bereich. Ich frage mich nur, wo die Gegner sind. Ich höre noch ganz viele. Ich meine, wenn man guckt, die müssten ja dann hier sein. Hier oder hier. Oder hier. Oder vielleicht sind sie hier im Nachbarraum. Weil. Jetzt bin ich quasi direkt neben ihnen. Ja, die sind hier im Nachbarraum, würde ich sagen. Ja. Dann wollen wir doch mal gucken, was da ist. Ich bin jetzt neugierig, ich will jetzt dahin. So, wahrscheinlich sind die Gegner einfach dahin geglitscht. Hä? Ich würde richtig, ja. Nicht an der anderen Seite. Ich höre die Gegner, aber ich sehe sie nicht. Das ist sehr komisch. Es könnte ein Bug sein, dass die Gegner noch da sind für das Soundsystem vom Spiel. Aber nicht mehr wirklich da sind. Sehr weird. Naja, dann wollen wir uns mal hier diesen Fallen widmen. Ich und Navigation. Interessanterweise in echt kein Problem, aber auch in anderen 3D-Spielen, in Skyrim oder sowas, kein Problem, aber hier irgendwie. Okay, dann schauen wir mal nach unten. So. Warte, hier geht es nicht weiter. Ich muss zurück. So, zum Westen. Hier muss man wirklich vorher auf der Karte geguckt haben. Um es auf Anhieb durchzuschaffen. So, ich laufe jetzt ganz durch. Genau. Und dann zwischen den beiden hindurch. So. Und jetzt schauen wir mal, ob dieses Stäbchen. Jawohl. Das heißt, dadurch, dass wir die Gegner nicht eingesperrt haben, was wir hätten machen können. Wir hätten einfach die Tür zumachen können. Haben wir für die 450 Gold bekommen. Aber jetzt haben wir noch die. Aber was wir eh gekriegt hätten, sind die Stäbchen. So, hier ist ein geheimer Schalter. Ups, wir sind hier. Kommen wir den geheimen Schalter an. Ah. Ein geheimer Raum mit einer Sitzecke. Das ist aber schnell verschwunden. Da war nichts. Da war wahrscheinlich nichts drin und dadurch ist das Fenster sofort wieder geschlossen worden. Weil bei den Dingern hat das Spiel ja die Eigenart, Sachen sofort zu schließen. Und da haben wir das Amulett der Kraft. Interessant. Ist das nicht das, was wir bringen sollen? Heißt das nicht, dass hier Bero wohnt?
halt, nein, 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 nein. Das heißt vielleicht nur, dass er das hierher hat. Ja, das war's dann auch schon. Gerade genug Stäbe, um vorwärts zu kommen. Das ist natürlich doof. Das heißt, wir kommen an der anderen Stelle nicht durch. Außer wir speichern und setzen uns dem Schaden aus. Das können wir natürlich auch einfach mal machen. Was ist das denn hier? Eingestürzter Gang soll das wahrscheinlich sein. Okay. Hier ist also nichts. Ich erinnere mich noch, dass das hier tatsächlich meine Lieblingspassage im ganzen Spiel war. So, und jetzt werden wir hier halt weiter die Dämonenaustreibung leveln. Die wackeln ein bisschen schnell. Da ist der Rechner zu stark. Ja genau, Meltas, du leuchtest auf, du sollst die Dämonenaustreibung leveln. So, und zwar nehme ich jetzt einfach an, dass die hier... dass die rechte gekillt wird. Und die linke wird eingefangen. So, Tom ist jetzt ängstlich. Rainer auch. Das ist schon Rainer Kalette. Jawohl. Jawohl. Wir haben die Furcht erfolgreich ausgetrieben. Sehr schön. So, das hier ist auch sehr praktisch. Die Frostlawine hilft hier nämlich auch. Weil dadurch die Gegner festgehalten werden. Auch nur zeitweise, aber einmal alle. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, die anderen beiden komplett festzuhalten. So, das mache ich jetzt auch. Weil ich möchte an denen Meltas weiter trainieren lassen, tatsächlich. Beziehungsweise eigentlich, ja, ich muss weitermachen, weil ansonsten habe ich wieder keine Magie. Ich muss weitermachen, ansonsten muss ich wieder warten. Ich muss die Magiepunkte von Meltas muss ich entsprechend einsparen, weil er eben zu schwach ist noch. Er braucht noch ein paar Level-Ups. Diese anderen sind halt alle Stufe 20 oder so. Und er ist Stufe 10. Und hier sieht man, wie die Fliegen fallen. Mehr oder weniger wörtlich. Leider können wir nur einmal vorrücken. So, aber jetzt können wir direkt angreifen. So, schade, kein Level-Up für Meltas. Das ist eigentlich das, worauf ich hoffe. Weil dann ja auch die ganzen Tränke stärker werden. So, und hier ist eine Tür. Oh! Ah, das war's schon. In diesem verwahrlosten Raum hat sich der gesuchte Bero verschanzt. Die Verzweiflung auf seinem Gesicht weicht schlagartig der Freude, als er seine Retter und vor allem Meltas sieht. Meltas, du hast deinen alten, dummen Attio gefunden! Wortlos umarmt Meltas seinen Ziehvater. Dann gehen beide zu den Gefährten. Gestenreich stellt Meltas Bero vor und berichtet mit Siras Hilfe, was er und Sira füreinander empfinden. Dann macht man sich schnellstens auf den Weg zurück nach oben. Mist! Jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rein. Der Rückweg verläuft einigermaßen problemlos. Bero wird mit großem Hallo und einigen geharnischten Sprüchen von den anderen Druiden empfangen. Man trifft sich im Zimmer Nemos, des Oberhaupts der Druiden. Bero, ich denke, ich kann mir eine Zurechtweisung ersparen. Du weißt, was du aufs Spiel gesetzt hast.
Es war sicher ein Fehler, nach Drinno hinabzusteigen. Doch ich bereue lediglich, Meltas und seine Gefährten durch meine Unbesonnenheit in Gefahr gebracht zu haben. Ich möchte allen meinen Rettern nochmals danken. Dem möchte ich mich anschließen. Bero ist zwar oft eine sturköpfige Plage, aber ich bin froh, ihn wieder heil bei uns zu haben. Nun, wie ich verstanden habe, ist es zwischen Meltas und der Syrah zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Wir waren selbst überrascht, Nemos, wie ihr euch denken könnt. Wir möchten die Reise gern zusammen fortsetzen. Meltas nickt zustimmend. Nun, warum auch nicht? Ich wünsche dir, Meltas, viel Glück. Nicht jeder hier in Gratogel hätte Verständnis für eine Verbindung zwischen Mensch und Iskai, und so ist es vielleicht besser, wenn ihr eine Weile zusammen unterwegs seid. Ein Furry und ein Normie. So, so. Wo wir gerade über die Weiterreise sprechen. Bero, ich möchte euch um ein bestimmtes Amulett bitten, dessen Besorgung uns aufgetragen wurde. Selbstverständlich, Tom. Folgt mir bitte in mein Arbeitszimmer. Hier habt ihr das Stärkungsamulett. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich wünsche euch allen und besonders euch, Meltas und Syrah, Danus Segen für eure Reisen. Haben wir das jetzt zweimal? Also wir haben hier das Amulett der Kraft. Und wir haben doch in dem Ding. Ist das jetzt einfach das, was wir eh schon gefunden haben? Oder ist es einfach nur storymäßig jetzt? Ja gut, wir haben es. Ich versuche nochmal runterzugehen gleich. Weil wir haben ja noch nicht alles erkundet. So. Hallo Freund. Was kannst du mir hierüber sagen? Stärke plus 50, Lebenspunkte Maximum plus 50. Das könnte er natürlich sehr gut gebrauchen. Momentan die Lebenspunkte. Und jetzt kann er natürlich auch einiges tragen. So, und dann will ich auch dieses Schwert untersucht haben. Oh, das hat funktioniert. Okay. 45 Gold. So. Schaden 12, Schutz 4. Stärke plus 10, Nahkampf plus 15 ist auch nicht schlecht. Das wäre doch super für Tom. Er kann noch ein bisschen mehr tragen. So, abgesehen davon. Die Lebenspunkte, ich glaube, die sind bei Tom eigentlich besser aufgehoben. So. 137 Lebenspunkte, sehr schön. So, und die kriegt er jetzt wahrscheinlich nicht mehr kostenlos zurück. Das können wir gleich mal gucken. So. Da oben ist der Heiler. Togedin. Ah, die Retter Beros des alten Starkkopfes. Kann ich euch behilflich sein? So. Ja, jetzt kostet es Geld. So. Verkauft er auch Medizin? Wahrscheinlich nur die... Ja, nein. Okay. So, und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal verkaufen. Medizin kaufen und dann gucken, ob wir nochmal runter können. Das wäre natürlich sehr toll. Stunden. Warten kann ich nicht. Naja, gut, okay. Ich habe wieder zu früh gerastet. Ich hätte bis 8 warten sollen. Jetzt muss ich durch die Dunkelheit nach unten gehen. Ja, ich sehe gerade so den Schimmer von der Hütte. Ein Stück nach links. Okay, jetzt blockiert irgendwas. Ich sehe quasi nur, wie sich die Hütten bewegen. Das ist alles, was ich sehen kann. So. Aber ich bin drin. So. Weil ich hier ja... Ach stimmt, wir haben hier 400 noch was Gold. Ach, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob wir überhaupt genug Gold haben. So, dann kaufe ich jetzt mal den zweiten Schild. Kann ich da drin warten? Nein, ich kann gar nichts...
Dann muss ich jetzt hier irgendwie im Dunkeln, ohne richtig sehen zu können, irgendwie hoch. Jawohl. Ja. Ja, nein. Das. Also hier die Sachen sind ja vor dem Stehlen-Cheat geschützt. Das ist ja, ich komme nur bis hier hin. Die sind ja zwei Felder weiter. Ich warte jetzt hier eben und ich will jetzt nicht pausieren. Weil hier geht die Zeit hier etwas schneller voran. Und da können wir einfach mal bis um 8 Uhr warten. Und dann kaufen wir noch den anderen Schild, weil jetzt haben wir ja Geld. Und dann gucken wir mal, was wir für Meltas an Zauber kaufen können. Die Dämonenaustreibung war ja schon mal ziemlich gut. Die funktioniert ja. Die muss nur stark genug sein eben. Da. Ach ja, guck mal, wie er auch einfach erscheint. Ist einfach hingespawnt worden. So. Den Schild möchte ich haben. So. Eigentlich haben wir jetzt hier Kettenhemd, Kettenhemd. Genau, rüstungsmäßig. Das heißt, die Edelstände können wir auch alle verkaufen. Ne? Hoffentlich bei der Gemischtwarenhändlerin. 50, die kaufen wir gleich hier die ganzen. Die kaufen wir gleich alle, weil die dick Schaden machen. So. Sonnendolch behalten wir. Das Schwert hatten wir jetzt behalten für die für die nächste Person, aber der Sonnendolch macht ja mehr Schaden. Also können wir jetzt das Schwert verkaufen. So, jetzt haben wir die andere Rüstung. Die kriegt Tom. So, dann bleibt die übrig. Und die ganzen. So, also zunächst mal das hier kriegt jetzt Tom. So, dann haben wir zwei Schilde dieser Sorte übrig. Das brauchen wir nicht. Aber sollte eins reichen. Jetzt können wir das verkaufen. Und um den Slot nicht zu verbrauchen, machen wir das hier. Verkaufen. So, abgesehen davon können wir hier mal gucken. Der hat jetzt einen Dolch mit Schaden 12, Schutz 4. Kriegerin, das ist natürlich Tom eh nicht, der ist Pilot. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so ganz gut, wie sie jetzt ausgerüstet sind. Dann gucken wir jetzt nochmal, dass wir die Edelsteine verkaufen. Die scheinen nicht zu stacken, das ist ein bisschen doof. Da hoffe ich, dass wir gescheite Preise kriegen bei der Gemischtwarenhändlerin. So. Ich gucke jetzt einfach die erstmal durch. 30. 29. Also der braune ist bisher der wertvollste. Die hellblaue. Hellblau und braun. Das sind genau die zwei Slots, die wir haben. Noch weiter. Wir haben einen anderen. Den grauen. Der graue ist gut. Grau und grün. Ja, die verkaufen wir hier. So. Oh, ich habe die beiden vergessen. Jetzt hat sie keinen Lagerplatz mehr. Naja, dann kaufen wir einfach die SKI-Dolch zurück. 60. Der hier ist auch noch gut. So. Für einen Slot ist das ein bisschen zu teuer. Der Feuerring kostet zu viel Geld und wir haben auch einen. Was ich stattdessen gerne möchte, ist 20 hiervon. So. Was natürlich jetzt keinen Slot freigemacht hat, aber
Wir können uns heilen und das ist sehr wertvoll. So, jetzt gehe ich nochmal zu dem Waffenhändler und verkaufe bei dem auch noch Edelsteine. Wobei, die Edelsteine wiegen nichts, oder? Ja, die wiegen nichts. Dann lasse ich so, weil die verbraucht zwar Inventarslots bei uns, aber die wiegen nichts. Und Gewicht ist eher das, was das Problem hat. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Norden wieder. Und gucken, ob wir nochmal in das Ding rein dürfen. Ich würde, wenn wir es nicht dürfen, jetzt nicht nochmal laden, nur um den Rest zu durchsuchen, ehrlich gesagt. Aber eventuell können wir einfach rein wieder. Es kommt drauf an, wie genau die das genommen haben. Lore-technisch ist es immer noch der verbotene Bereich und wir haben eigentlich keinen Grund mehr reinzugehen. Aber vielleicht sind sie hergegangen und haben sich da gespart, dass das Spiel irgendwas ändert. Beziehungsweise, vielleicht ist auch die Idee, naja, wir haben ja schon bewiesen, dass wir uns da gut durchkämpfen können. Ja, haben wir. Okay, sehr schön. So, wir sind hier unten nämlich noch nicht fertig. Und ich würde gerne fertig sein. Also da bin ich halt so ein bisschen... Ich bin ein kleiner Completionist, aber auf der anderen Seite ist es nicht so zwangsweise. Sagen wir mal so. Oh, ich bin früher viel öfter rein und wieder rausgerannt, das weiß ich noch. Jedes Mal, wenn ich irgendwie Schaden hatte. Außerdem glaube ich, wenn ich hier bin, diesen Schalter aktiviere. Nee, okay, ich dachte, das wäre jetzt, dass es hier angeht. So. Nein, ah, das war der Schalter einfach nur von der anderen Seite. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. So. So, hier einmal dran vorbei. Dann wohl nach unten. Das heißt, wir gehen in diese Richtung. So. So, diesmal hat es funktioniert. So, hier auch. Nicht auf die Platte treten, sondern hier einfach durch. Genau, hier jetzt nicht in das Feuer laufen. So, jetzt muss ich nochmal reingucken. Okay, das ist einfach gerade durch hinter links. Und dann durch die deaktivierte Falle. So, hier geht's dann... Genau, ich frage mich noch, wie das hier, ob man das hier öffnen kann. Ich glaube es hier mittlerweile nicht mehr. So... Der Hebel in diesem Nebenraum hat ja die große Falle deaktiviert. So. Kann gut sein, dass das nur so ein bisschen... Ja, ich will verarsche, sagen wir. Ich will wissen, was hinter den Kraftfeldern ist. Das heißt, ich gehe hier durch. Gehe hier nach links und gehe dann hier rein und ich will wissen, was hier hinter den Kraftfeldern ist. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich absichtlich in diese Kraftfelder laufen. Natürlich vorher speichern. Das heißt, ich speichere jetzt hier. Weil wenn da nichts war, dann können wir auch einfach laden und den Schaden probieren. Zum Beispiel den hier. Wieder hängen geblieben. So, ja. Wieder hängen geblieben. Jetzt hänge ich hier tatsächlich mitten in der Falle drin. Das ist natürlich richtig scheiße, wenn sowas passiert. Das ist echt mies, wenn sowas passiert. So. Das war der falsche Ausgang, oder? Das war der falsche Ausgang. Wir wollen nicht da runter, wir wollen hier runter, wir wollen zurück in die Falle quasi. Ja, nicht die Falle. Ja, jetzt ist aus. Hier, da wollen wir hin.
So. Freunde, es ist mein Verschulden, dass wir hier runtergefallen sind. Ich werde durch diese Leuchtfelder gehen, damit wir weiterkommen. Okay. Interessanterweise sagt er das in dem Moment, wo wir eigentlich schon durch die Leuchtfelder durch sind. So, ich möchte wissen, was hier ist. Okay. Moment. In falsche Richtung. Oder? Das ist Karte. Ja, hier waren die Leuchtfelder. Da ist das Leuchtfeld mit dem grünen Schalter. Okay, also die Leuchtfelder. Die Leuchtfelder hier. Kann ich auch laden? Also die hier machen nichts. Tatsächlich. Da, also beziehungsweise das ist einfach nur ein alternativer Ausgang. Wenn man den echten Ausgang nicht findet. Tatsächlich ein bisschen, so, dass ich nicht wieder hängen bleibe. Das ist nämlich scheiße, vor allem wenn dann alle drauf gehen. So. Also die hier, ja, die führen quasi nur dahin. Und eben dazu, dass Dreher sagt, ja, ich löse die ab jetzt aus. So, das wollen wir nicht. Stattdessen wollen wir jetzt hier hin. Ah, wir waren doch richtig beim ersten Mal. Moment, ich gucke nochmal auf die Karte. Bevor ich jetzt wieder lade und alles weiter. Hier will ich hin. Ja, es ist trotzdem das, wir sind runtergefallen. Und dann hier. Und das aktiviert nur den Rückweg. Okay, ja. Das ist einfach nur... Ich verstehe es. Nicht ganz, weil... nach links laufen. Und wenn ich hier... Das ist quasi, wenn ich zu blöd gewesen wäre und jetzt sage, oh, ich laufe hier drauf und gehe so zurück, dann wäre das mein Rückweg gewesen. Anstatt, dass ich hier den geheimen Schalter nicht gefunden habe. Das ist es. Wenn ich hier den geheimen Schalter nicht gefunden hätte, wäre das der einzige Rückweg gewesen und ich hätte einen Haufen Schaden genommen. Okay, da ist also kein... Nichts Besonderes. Dann kann ich auch wieder laden. Das ist eine Stelle, wo ich gerne gewusst hätte, was da war. So, und dann glaube ich, war noch das die Stelle, wo wir runtergefallen. Nee, da sind wir runtergefallen. Eins tiefer. Ich glaube, dass ich jetzt schon wieder hier durch muss. Das ist der Doppelschluss. So. Jetzt warten wir wieder den nächsten Schuss ab. Ich will schnell noch gucken, ob da noch was ist. Weil wenn nicht, kann ich auch einfach wieder laden und dann zurücklaufen. So. So, und zwar... Jupp, da ist alles durch. Interessant ist noch, wo kommen wir hier hin? Wir haben noch ein Seil. Das heißt, ja, tatsächlich hätten wir hier... lang gemusst und dann hier rum und dann wahrscheinlich jetzt durch die Tür hier unten, so wie wir auch zu Vero gekommen sind. So, und jetzt kommen wir hier zu dem Feld mit den Löchern und da sagen wir einfach, Dreher hat das Seil, Dreher Gegenstand benutzen. Ich gehe auch vorne nochmal her und sage hier, Stand steigern, falls jetzt irgendwie eine Horde Gegner kommt, können wir eventuell die Gegner besiegen. So, aber wir nehmen den Schaden schon mal nicht. Und wir sind hier in einem neuen Bereich. Achso, das sind jetzt die Löcher quasi in der Decke. Genau, und hier war tatsächlich nichts. Okay, hier kämen wir dann. Da hätten wir wahrscheinlich Schaden genommen, wenn wir... Erstmal hier so die ganzen
Also Wand freischalten, auf die Karte einzeichnen. Ja, der hätte wahrscheinlich Schaden genommen, wenn wir runtergefallen wären. Okay, es sind noch Gegner hier. Es sind aber auch noch Dinge zu finden hier. Weil eigentlich eine gewisse Strafe für das Nichtschaffen von dem Labyrinth würde ich schon erwarten. In Form von Gegnern oder so. Ich meine, ja, okay, wir haben Schaden genommen. Da ist noch eine Truhe. Da stehe ich direkt davor. Ja, Nummer 41 Gold. Und natürlich bei Gegnern sollte auch... Also das ist so ein grundlegendes Spieldesign. Wo immer eine Gefahr ist, wo man Gegner besiegt, sollte auch eigentlich irgendeine Belohnung sein. So. Hoch. So, jetzt ist Melthas. Ah, er ist aus der Party raus und wieder in die Party rein. Interessant. Und da jetzt können wir es auch problemlos, die Furcht loszuwerden. Ah, und die machen auch Sounds. Nee, jetzt höre ich es wieder von rechts. So, Heiltränke nochmal, sehr schön. So. Und dann haben wir hier, genau, da sind die Tierchen. So. Die Warnjagd, so heißen sie. Frostlawine. So, und bei das Dämonenaustreiben gibt es auch in diesen drei Stufen. Also ein Feld, eine Zeile, das ganze Spielfeld. Und natürlich wäre es geil, wenn wir die ganze Spielfeldversion kaufen könnten. Aber ich nehme an, dafür hat Melthas noch nicht das nötige Level. Ist schon mal gut. Deswegen nehme ich ja jeden Gegner mit. Ich will möglichst wenig. Ich will ja am Ende möglichst wenig grinden müssen, weil Grinding macht keinen Spaß. So, aber tatsächlich ist die einzige Möglichkeit, und deswegen haben wir auch die Seile gefunden, die einzige Möglichkeit wieder hochzukommen, ist mit einem Seil über die Löcher zu kommen. Nehme ich natürlich eins möglichst. Ist im Süden, ne? Das heißt, hier mit dem Seil einfach wieder hochklettern. Und dann sind wir hier wieder am Anfang, weil wir wollen ja gar nicht hier hin. Das ist ja, da waren wir ja schon. Das ist ja wurscht. Okay, auch noch interessant ist, wo hier die Geräusche herkommen. Da vielleicht nochmal 2 Minuten. Jetzt sind sie auch weg. Okay. Dann war das tatsächlich, entweder waren das die da unten, was keinen Sinn macht, oder dann war das tatsächlich einfach ein Glitch in der Spielengine, dass die Spielengine gesagt hat, hey, hier sind noch Gegner. So. Genau, hier noch links. Jetzt einfach der Kugel folgen. Und hier dann. So. Und deswegen hat er das auch bei der letzten gesagt. Entschuldigung, ich bin gedanklich bei den Kraftfeldern. Bei den Kraftfeldern war es ja so, dass Trier beim letzten Kraftfeld, durch das wir gelaufen sind, gesagt hat, hey, ich biete euch an, ich laufe da durch, weil ich war ja der Depp, wegen dem wir hier runtergefallen sind. Das ist einfach deswegen, weil das, wenn man normal hingelaufen wäre, das erste Kraftfeld von den dreien gewesen wäre. Das heißt, er wäre halt komplett bewusstlos geworden. Dafür hätten halt keine andere die Kraftfelder, kein anderer Schaden genommen. So sind wir durch alle drei Kraftfelder gelaufen, weil wir rückwärts gelaufen sind quasi. Und haben, Besichtskarte, schnell mal eben, ja genau, hier runter. Ja, jetzt wird es auch langsam hier kalt im Keller. Das heißt, die Heizung hat sich abgeschaltet. Das heißt, ich sollte dann auch nach dieser Aufnahme Schluss machen. Aber ich gehe eben noch hoch und dann machen wir uns auch weiter beim nächsten Mal. So.
So, ja, passt. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Einmal hier durch. Hier durch. Zack. Und dann können wir hier, sind wir hier schon wieder eins höher. Und wir sind einfach das Ganze rückwärts gelaufen und haben quasi den Story-Trigger am Ende ausgelöst, der eigentlich am Anfang hätte ausgelöst werden müssen. So, hier haben wir nichts gefunden gegen die tanzenden Flammen. Das heißt, hier müssen wir jetzt trotzdem ausweichen. Okay. Ich sag ausweichen und dann mitten rein. Okay, so. Aber jetzt sind wir auch gleich draußen. So, jetzt noch durch den Teil. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Ja, wir haben noch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Gold gemacht, würde ich sagen. Also hat sich gelohnt, nochmal runterzugehen. So. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ich habe hier schon wieder überzogen. Das ist einfach, das Spiel fesselt mich gerade so sehr. Ich vernachlässige tatsächlich auch mein anderes Let's Play auf Englisch gerade, zugunsten von Albion. Ich habe nur noch zwei Folgen gequeued bei dem anderen, weil es einfach gerade so fesselnd ist. Ich bin gerade genauso reingezogen in das Spiel wie damals, als ich klein war. Wie gesagt, und das hier, der Dungeon mit den bunten Feldern und so, der war toll. Und dann gab es noch einen zweiten Dungeon. Lass uns eben schnell mal zum Magier gehen und gucken, ob wir es kaufen können. Wir haben einen Arsch voll Geld. Sprechen. So. Also, ich weiß nicht, Schreck, Panik. Ja, vielleicht bei menschlichen Gegnern. Aber der magische Schild klingt interessant. Berserker. Ich kauf's einfach mal. So. Boah, der war teuer. So, jetzt brauchen wir nämlich fürs Dämonenvertreiben müssen wir Level 15 sein. Die will ich eigentlich wissen. Weil ich weiß, es kommt noch ein zweiter Teil, wo wir durch den Dungeon müssen, wo sehr, sehr viele Furcht und Tier kommen. Das ist einfach nur nervig. Und da ist es. Und da habe ich nämlich damals mir die Zähne dran ausgebissen. Weil ich hatte nur eine einzige Strategie gegen Gegner und das war einfach Frostlawine und dann draufhauen. Und ich habe nicht kapiert, dass es da ja diesen Dämonenvertreiben-Zauber gibt und so. So, jetzt sollen wir eben die Vanya-Kugeln verkaufen und so. So. Ah, ich habe natürlich auf die Nase. Noch ein Grund, wieder hochzugehen. So. Also hoch. Hoch in echt. Ah nein, das ist das Stärkungsamulett. Das ist der Questgegenstand. Okay. Ja, das passt. Ja, das passt. Das passt. Das passt alles eigentlich. Gehen wir zu dem anderen eben und gucken, ob ich den Iskai-Dolch verkaufen kann. Ich glaube aber, ich hatte dem auch so viele Edelsteine verkauft, bis sein Inventar voll war. So. Wir gerade mal so ansprechen. Nein, hatte ich nicht. Okay, das heißt, ich kann es einfach sagen, hier, okay, weißt du was? So. Den Eimer mit. Die Eimer kann ich wegwerfen. Weil auch wieder gutes Spieldesign ist, wenn ich die Eimer brauche, finde ich neue. Und es reicht ein Seil dabei zu haben. Das heißt, die 5 Seile brauche ich nicht. Halt, die hat die andere und sie bietet auch mehr Geld. So, den Rundschild. Ja, den Rundschild behalte ich, genau. So, da ist er. Da ist der Dolch, den ich verkaufen wollte. So, die Kristalldolche, die verwende ich, wenn ich die Magie brauche. So, jetzt ist es nach 8, jetzt raste ich bis zum Morgengrauen. Reiter erholt sich nicht. Oh, das ist einzeln. Okay,
Okay, gut zu wissen. Das heißt, ich muss Nahrung... Ja, ich muss eindeutig Nahrung kaufen. Okay. Das ist aber okay. So, sie hier verkauft die Seile. So. Alle bis auf eins. Und du verkaufst deins auch. Endlich untersuchen und verkaufen. Und dann kaufen wir noch. Ich hatte gerade eben geguckt, ob wir hier. Ich glaube, wir geben das. 77, ja, das ist. Das hatte ich ja schon gesagt, das ist zu teuer. Das kostet die 8 Fleisch. Und 3, und 10 sind 43, da kriege ich auch keinen Edelstein für verkauft. Das sind 30. Wenn ich die 21 kaufen würde, das wäre natürlich toll. Was ist das jetzt? Komm, die. Kaufe ich die und verkaufe noch einen braunen. Ich habe mehr Gold. Die drei, die verkaufe ich jetzt einfach beim anderen Laden. So. Und dann haben wir fast eine Stunde hier. Eine Dreiviertelstunde haben wir schon. Fast. Also meine Aufnahme sagt 46 Minuten, aber ich habe hier immer ein Stück davor und danach. So. Da gibt nur ein Gold, aber eigentlich will ich es nur loswerden und will es nicht das Geld verschenken. So. Sehr schön. So. Jetzt habe ich gemerkt, bei mir im Inventar waren die Dolche auf drei Slots aufgeteilt, bei denen in einem. Jetzt will ich tatsächlich nochmal bei der Gemischtwarenhändlerin gucken, ob die Edelsteine bei ihr im Inventar stacken. Was natürlich auch geil wäre. Ich habe keinen. Den braunen. Gucken wir mal, ob ich den braunen noch verkaufen kann. Ich glaube, den hatte ich mehr als einmal. Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Edelstein, den sie schon hat. Und wenn ich ihn habe, dann bin ich gerade zu blind, ihn zu sehen. Egal, nicht der letzte Laden, in dem wir waren. So. Nein, nicht hier runter. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch runter, kaufe noch die Nahrung. Und dann sind wir fertig und können zum König gehen und ihm sein Amulett geben, damit er seinen ehelichen Pflichten nachkommen kann, die von ihm, von seinem Stamm erwartet werden. So, einmal hier nur über die Brücke. So, ich weiß schon gar nicht mehr, wer war. Hier ist halt irgendwo noch ein Nahrungshändler. Hey, wackel, wackel. Das ist irgendein Händler. Das könnte er sein, der Nahrungshändler, die Nahrungshändlerin. Ja, genau, Verpflegung. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5. 250 schon, 50 für jeden. So, ich hoffe, dass das jetzt aufgeteilt ist. Ja. Die sind natürlich schwer. Und nur Tom hat das. Ich kann das tragen. Okay, dann kriegt er halt die Tränke. Das ist jetzt halt unser Packesel. Das ist noch zu viel. Ah. Da nimmt Tom halt auch die Bolzenschleuder und die Bolzen. So. Er kann 100 Kilo tragen. Das ist schon ein bisschen lustig. Okay, hat er schon irgendwelche Pfeile? Nein, hat er nicht. Keiner wird die eh nicht brauchen. Dann
Können wir Rainer dafür ein paar Tränke geben? Das sind immer zu viele, ne? Ja. Vorher habe ich immer Rainer als den Getränketräger quasi gehabt. Die? Nicht angezeigt. Ihnen aber schon zu viel. Weil er schon ganz knapp an der Grenze ist. So. Genau das ist mich das, was ich gerade befürchtet habe. Aber er kann ja die leichten Amulette abgeben. So. Die wiegen ja nur 50 Gramm. 184. Jetzt hat er wieder Slots frei. Das wiegt halt nichts. So, die Heiltränke. Wie viel sind es? 2 Kilo zu viel? Dann sollte er den Rundschild abgeben. Und das Antidot Verrücktheit, falls er eins hat. Ja. So. Weiter. Sira hat auch zu viel Melters. Ja, dann passt das ja jetzt. Irgendwie mehr schlecht als recht die Items verteilt. War hier nicht. War hier auch am Laden? Nee, glaube ich nicht, ne? Es war nur das Ding. Das ist die vom Chef. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich mache auch wirklich Schluss für heute mit der Aufnahme. Mir werden die Beine kalt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Panty spielt Albion. Ciao, miau.